No, you can't tell her, cause she runs her own world. So if you wanna party all night, no, you can't tell her. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich bin nicht alleine. Wir sitzen hier gerade zu viert. Alle Musikpodcasts, wir sind alle Musiker hier, ja, wir kennen uns aus. Die trillern alle in der Dusche, das zählt. Das ist schon Musiker für mich. Überhaupt. Ey, aber kurzer Background, wir sind auf jeden Fall in Stockholm, wir sind nicht in Berlin. Wir sind gerade alle hier zusammen hingereist, geflogen durch den Schnee für die Queen Zara Larsson. Ja, Mann. Queen. The one and only. One and only hat eine Weihnachts-EP rausgebracht und sie tritt hier auf in Stockholm und ich fühle mich wirklich fett geehrt, dass ich hier bin. Für die fliege ich auch überall hin. Bei Gott, ich schwöre. Bei Gott, ja, Mann. Wirklich. Also die gerade bei Gott gesagt hat, ich stelle jetzt kurz vor. Ich stelle vor. Also, wir haben hier links neben mir Chiara Tefs. Queen. Yo. Sag mal so, ich kann auch selber sagen, aber sag du selber, ach so. Wenn du willst, was du so machst. Ja. Und ja. Also, ich bin Chiara, ich mache schon mainly auch Social Media und so Zeugs und bin aber auch Tänzerin. Unfassbare und Tänzerin, by the way. Dankeschön, Schatzi. Ja, und ich hatte auch mal eine Rolle in der Serie. Mit so Schauspielerei habe ich auch ein bisschen was am Hut, aber ja. Also einfach Multitalent, Leute, wir lieben es doch. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, so Tänzer, gerade auch, und wenn man auf TikTok eigentlich unterwegs ist, hat man immer so ein krankes Gefühl für Musik und Rhythmik. Voll. Und deswegen bin ich voll gespannt, was du zu Zara dann sagst. Safe. Ich muss sagen, ich liebe sie auch gerade, weil sie ja auch voll gut tanzen kann. Unfassbar. So, sie ist einfach auch so, dieses Komplettpaket so. Und ich habe sie auch beim Lolla jetzt gesehen. Sie hatte eine krasse Show mit ihren ganzen Tänzerinnen und alles. So ich war krank. Sehr impressed. Da ist sie auf jeden Fall bei mir nochmal ein Level höher gestiegen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe das früher immer so, ihre Vocals finde ich, ich finde sie eh underrated. Ja, as fuck. Voll. Aber ich muss sagen, seit sie so diese Choreos macht, bin ich so, wie kann es sein, dass du noch nicht so Ariana Grande-Level bist? Ich schwöre, halt echt, ja, wirklich. Richtig krass. Vor allem, und wie gesagt, ich weiß ja als Tänzerin, wie hart und wie anstrengend es sein kann, da manchmal auf der Bühne so ewig zu performen und sowas. Und dann parallel singt sie einfach auch noch so krass. Ich bin so, ciao. Größter Respekt. Also wirklich, ciao. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich kann nämlich nicht singen und tanzen gleichzeitig. Ich habe sonst keine Luft, Bro. Ich habe von Tate McRae gehört, dass sie auf dem Trampolin springt. Und, okay. Und dann singt, dass sie übt für die Tour. Krass. Weil man ja sozusagen die ganze Zeit eigentlich, du darfst ja nicht hören, dass du gerade springst. Kennt ihr es, wenn ihr so am Telefon seid und ihr redet so? Und man ist so, toll, ich kann nicht mal Treppen steigen ohne. Ich wollte gerade sagen, was mache ich eigentlich in meinem Leben? So, die lebt gerade High Life mit Talent und ich so, ich bin froh, wenn ich Haare waschen kann. Alter, du hast auch ein Talent, da reden wir gleich drüber. Haare waschen und färben. Ich meine noch gerade so mit ihrem Rose Quartz an der Kette. Rote Haare, yeah, Befruchtbarkeits-Rosenquarzkette, also im Living. Und sie so, ich will aber keine Kinder. So. Gerade noch heute Morgen Rosenquarz gewaschen, also ich bin frei, ich bin free. Oh geil, gerade in Stockholm, Leute, die Leute sind so schön. Du warst all ja about so. Self-confidence. Ich rede ja über dich. Okay, also wer das gerade gesagt hat, by the way, ist die Paula Senfkorn. Die getakete. Paula ist auch hier. Na, Girl, wie geht's? Oh mein Gott, ich habe heute so viel mit dir geredet, ich kann jetzt gar nicht so official mit dir reden. Ist so, wir haben heute schon viel, so viel Scheiße geredet, dass es jetzt sehr schwer ist, so ein bisschen Smalltalk zu haben. Ja, ich bin die Senfe. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich bin die Paula und ich bin auch dabei. Ich bin die Paula, ich bin auch dabei. Nein, ich freue mich unfassbar aufs Konzert und ja, Lola habe ich sie auch das letzte Mal gesehen und sie ist einfach eine Queen. Geil, Mann. Und ja, du bist auch gerade im Auto voll abgegangen, im Uber hat unser Fahrer Zara angemacht. Das war so and my fault, oh mein Gott. Ich bin mal so, nope. My fault. Ja, ich habe schon ein bisschen auch Crush auf sie. Also, wir haben sie ja gerade gesehen. Wir haben sie gerade gesehen. Sie ist reingekommen, ich war so. Nein, ohne Spaß, Crush des Todes. Und sie war so im Jogger und ich war so, you beautiful queen. Also, ja. Also sie kommt rein komplett. Und wirklich, jeder muss sie Sunshine. Anschauen. Sunshine. Ja. Sie ist einfach so sweet and beauty. Sie ist so die das Präsenz. Muss ich gern sein. So wirklich so eine baddie, confident energy. Aber ich habe auch gerade mit ihr darüber geredet. Sie hat die wirklich so, ich habe das Gefühl, dass es viel mit deinen Eltern zu tun hat, ob die sagen, kannst du mal bitte kurz chillen, tanz nicht so viel hier in der Wohnung. Mhm. Oder so dir diesen Space geben, du selber zu sein und dann hast du diese Confidence. Honor the Light, your EP, just dropped. Going back a little, you just mentioned like growing up and you know the countryside and all that stuff. How was your childhood overall and like how did it make you the person that you are today? Because like there's a song Memory Lane on it. It is. Yeah, it takes you down memory lane. I feel like I've gotten to the point now where I am
really reminiscing about my childhood, or like, I feel like I'm old enough to be nostalgic about it a little bit. Melancholic as well, or just nostalgic? Yeah, okay, I get it. I'm just 20 and I'm like a little, sometimes it's true. And it was so amazing. Like, it was beautiful. It's also hard to think back at like, who was I? Because a lot of the stuff are just being told, you're being told about yourself. You know what I mean? Yeah. But I think I had a really amazing childhood. I mean, I had so many good friends. I had really good teachers who just made sure that we were all very nice to each other, mm-hmm. everyone That's in my important. Class. Yeah. And I had a lot of activities that I went to. A lot of singing and dancing while you were young. You were like, you mentioned, you were like, I was like Mariah Carey in the house. Yeah. Beyonce, so this whatever is like, it is. You know, my hobby that turned into a real job, yeah. which is incredible. And then I had a lot of energy. Mm-hmm. I can imagine. I just see you like jumping around all the time. Yeah, it was just, you know, stuff was going on all the time. And not much have changed, honestly. I feel like... Your inner child is still there. You didn't kill it. And absolutely. I love that. Because some of them do die. Because of like heartbreak or whatever it may be. No. No, I will always believe in love. I will always... I consider myself very, very lucky. Because I get to do... like fun stuff. Yeah. All the time with people that I love. Insane. And we get to do stuff. Like it's, I'm really, really a very lucky person. Mm-hmm. I love that you view it that way, because in the end, you know, there's also a lot of hardships that come with this job, but it's very much like just a dream come true. But I feel like there's hardships with everything in life. Yeah. There's pros whatever and cons. You choose, you know, you might think, oh, if I would have had this job, that would have been so much easier, but that would have, you know, come with this, and you have, you choose this. It comes. So the fact that I get to have the majority of my time being like up and out and about, dream. Great. Yeah, honestly, insane. Love it. Yeah. Love it. But I also, I have to say one more thing. Like, I love the fact that your parents gave you that space to be yourself, and they weren't like, tone it down, girl. Like, be quiet. No. They were just like, shine. Yeah. And that's kind of how, like, very supportive. Yeah. It like imprints in your brain that like now you're not insecure about it. You're like, I'm going to shine the way I love to, and I have the self-confidence inside of me. I agree. And I feel like an artist needs that to be able to like, be on stage. Yes. Parenting does a lot, girl. A lot. That's what I'm saying. Like all the grown-ups that you have in your life, they just like shape you. 100%. Or shape you, like you say, you know, you can be toned down, or you can be like allowed to be yourself. And now when I think back at like my parents, I'm like, wow, they were very, very supportive of me, and they really believed in me. Mm-hmm. And that's a huge part of it too. Yeah, insanely huge part, because I feel like they have such a special place in our hearts. Yeah. And if you don't get acknowledged by them, or like it hurts the most, like any relationship, anything under that is like I have some posters that my mom, she would like print. So when I was singing, and like I've sang everywhere, we've been singing in parking lots, I've been singing in shopping malls. Love it. And then, you know, I don't know how I got booked to do these like gigs, but I was like 10, 11, and then after, you know, we would sell these like print, like posters that my mom had printed, and she's maybe so like creative. A CD. Love like it. She was like working for me. She was like, girl, you got this. Like we're gonna like, she was kind of like my manager, like your product manager without without being like, we didn't have a contract or anything, but like she really blood is your contract. Yeah, but she really like believed in me, and she wanted me to do as well as I could. That's beautiful. Yeah, that's beautiful. Yeah. Okay, next up in der Reihe haben wir Red Hair Girl. Slay! Hi! Luisa Crashion! Hi, freue mich mega hier zu sein. Die einzige Rothaarige hier an der Außenseite des Counts. Nein, Spaß, aber ich freue mich. Ich bin Luisa. Ich bin auch schon Ewigkeiten auf Social Media, hauptsächlich mit Beauty-Content und ein bisschen eben mein Leben, weil ich neuerdings verlobt bin. Sorry, ich muss das gerade raushauen. Ich höre nur von euch drei hier Talent TikTok-Tänze, und ich habe einfach nur Talent, rote Haare zu haben. Deswegen musste ich, ich bin verlobt. Ich habe auch keine Talente. Wir sind jetzt hier in Stockholm, und da gab es schon ein paar süße Stockholmer Jungs. Und ich bin ehrlich,
I appreciate, dass du das sagst, weil egal, ob man verlobt ist oder zusammen, ich finde, die gesündesten Beziehungen ist, wo man sich ehrlich sagt, Bro, natürlich finden Menschen aus Natur auch andere attraktiv. Total. Ich sag das auch dann auch meinem Freund, ey, ich habe gerade hier so einen richtig heißen Typen gesehen, also richtig süß, Healthy, aber voll. Mehr nicht. Healthy. Menschen sind schön. Ich würde in seiner Gegenwart sagen, aber ich glaube, ich würde ihn nicht jetzt anrufen und sagen, ey, unser Rezeptionist. Ich habe gerade jemanden gesehen. Nebenbei, klar, war der einzige Grund. Nebenbei natürlich. Nee, nee. Man achtet schon drauf. Nee, aber wir sind so frei in der Beziehung, dass ich mir da jetzt keine Sorgen machen muss. Ich bin cuffed. Oh, aber das ist voll schön, Mann. Ich appreciate das voll. Ja. Ich weiß noch, ich wollte das auch vorhin schon ansprechen, bevor die Mics an waren. Als ich jünger war, wie alt war ich? Weiß ich nicht genau. 13 oder so, habe ich deine Pinsel bekommen. Oh, sweet. Die waren genau wie deine Haare. Ja, auch rot. Also mein so Leben geil. Ist rot, meine Küche ist rot, mein Möbel krass. Ist no mein Möbel way. Ist rot. It's a lifestyle. Ja. Also, ich wollte gerade fragen, ist deine Lieblingsfarbe? Dümmste Frage der Welt. Nee, es ist eine Lebenseinstellung, okay? Ja. Was bedeutet aber es ist für nur bei Farbe rot? Es ist wirklich ich nur bei rot. Gefühl, ja. Es gibt keine blauen Menschen oder gelben Menschen. Aber wenn deine Lieblingsfarbe rot ist, ist We alles know. Rot. Also ich habe einige blaue Menschen getroffen und die sind nur für einen kurzen Zeitraum blau und dann wieder grün und so. Aber rot ist so, es attracted mich. Alles, was ich rot sehe, zieht mich an. Krass. Zum Beispiel deine Hose, die du gerade anhast, Paula, die finde ich nice. Genau, ich würde aber es alles ist auch Trendfarbe rot. Dieses Jahr. Ich würde alles in rot kaufen. Ich habe rote Schuhe, rote Tasche. Mauve. Die Hose würde richtig gut zu dir passen. Wow, aber also sagst du, es ist ein Commitment rot. Ja, ich bin schon seit 10 Jahren rot und werde wahrscheinlich mit roten Haaren heiraten. Also ich mit einem roten Kleid bitte, sonst raste ich aus. Mich zieht es an. Raste ich aus, wenn du kein rotes Kleid trinkst. Vielleicht rote Spitze. Ich will dann schon weiß, aber mit roter Spitze. So ein bisschen. Aber weißt du, was mir damals meine englische Literaturlehrerin gesagt hat? Red means stop und rot ist immer so Warnung und so. Nein, rot ist Leidenschaft. Rot ist Passion, sexy und give it to me und Confidence, die man faked, aber Confidence und voll. Fruchtbarkeit an der Kette. Das ist so geil. Ich lieb's. Okay, apropos rot, wir sliden rein in Weihnachten. Xmas, there's a lot going on. Mich interessiert generell euer Take auf so Winter, Weihnachten und diese Musik und seid ihr jemand, der so diese Musik hört im Dezember davor oder gar nicht? Komplett. Safe. Muss dazu gehören. Also, ich bin viel zu sehr into it, wirklich. Schon seit Ende November auch, ja. Nach Halloween ist bei mir... Ja, geil. Bei mir nach Thanksgiving auf jeden Fall ab da. Boom. Schakalaka. Voll. Safe. Also, Weihnachtswarm ist schon am 1. November gefühlt da und die Weihnachtslieder, die stimmen einen ein und geil. Ich brauche das wirklich. Man es braucht das wirklich. Zum Jahresende. So ja, Jahresende. Winter Weihnachtsjazz ist das erste, was ich frühs anmache, wenn ich aufwache. Da, um so in den Tag zu kommen, das ist so geil. Du mal romantisierst alles, du machst das selbst dein Porridge, so wie ich dich kenne. Oh mein Gott, ja! Und mein Matcha und dann bin ich so. Leben ist plötzlich schön. Das ganze Jahr über Scheiße, aber November, Dezember, yeah. Ohne Spaß, ich könnte nicht besser. Das ganz toll. Ich meine, die Zeit wird ja auch so, jeder Tag ist was Besonderes. Ich meine, du wachst jeden Tag auf, machst dein Türchen auf, jeder Tag ist ein Tag, so weißt du? So ich find's toll. I love it. Ja, ich habe auch mit voll vielen geredet, die halt so, ist es ja auch so dieser Pol von Seasonal Depression oder du bist halt fett am Romantisieren. Yeah. Ich muss romantisieren, sonst überlebe ich nicht. Und Spaß. Sonst falle ich in ein Loch. Also Adventskalender sind meine Vitamin D, definitiv. Ja. Du machst ja auch welche. Ja, auch eigene. Ich brauche. Wie viel das Jahr? Das ist mein viertes Jahr, wo ich eigene Adventskalender mache. Und da packe ich alles. Ich da packe ich, pack ich alles rein an Beauty, was ich einfach brauche. Ja, mega. Voll gut, so Essentials. Material Girl. Love it. Die EP von Zara ist herausgekommen und wir sind hier, by the way, wir sind gerade wirklich in so einem Umkleideraum, hinten Backstage von Zaras, keine Ahnung, Halle hier, wo sie auftritt, Konzerthalle. Zirkus. Zirkus. Voll schön, und es ist so schön, man guckt raus, Lichter, Schnee, es ist unfassbar schön hier und sie performt ihre EP. Nächstes Jahr kommt ihr Album, sie meinte, sie hat bald Geburtstag, dann Silvester, dann geht sie in Urlaub, dann kommt ihr Album, also die hat so viel zu tun, aber wir checken uns heute die Show ab, danach geben wir uns auch unsere Reaktion. Ich würde interessieren, er hat bestimmt in die EP reingehört. Hattet ihr einen Favorite Song? Yes. Safe. Also definitiv Light a Candle? Ja. Bei mir so ein Banger. Memory Line. Und bei mir ist es Winter Song. Das ist ihr zweiter Song aus der EP.
ja, natürlich hat sie so poppige Lieder auch, die zu Weihnachten passen, was cool ist und ihr Stil ist, aber gerade Ende des Jahres brauche ich irgendwie so ein Lied, was mich entschleunigt, und Wintersong ist so ein bisschen etwas emotionaler und es gibt mir nochmal eine ganz andere Ebene an Weihnachten. Is love alive? Is love. Wir haben alle einen anderen, finde ich geil. Was ist deiner? Meiner ist aber auch Memory Lane. Ah! Also bin ich alle die Girls. Ja. Ich bin so, ich mag dieses, ich mag den Rhythmus, wenn es kommt direkt so rein. So I walk myself down memory lane. I still hold on to all the joy and the pain. So I say. Aber ich finde, da ist halt alles dabei in der EP. Du hast halt so deine winter-smoothen Sachen, aber ich finde halt Light a Candle, wenn der Beat einsetzt am Anfang, ich finde schon so, ich fühle es voll. So. Aber ich mochte auch die schwedischen Lieder. Die schwedische Variante finde ich so krass. Ich war so, das war die schwedische Variante von Light a Candle. Ja, das ist der gleiche Song, nur auf Schwedisch. Der Song ist voll ähnlich. Ich verstehe zwar kein Wort, aber ich mag den Song. Ja, und dann, ich höre es. Ich freue mich voll auf heute Abend. Denkt ihr, sie wird... Das Ding ist, ich bin so zwischen Tür und Angel. Ich bin mir nicht sicher, ob sie entweder mega diese Tanzshow hinlegt, wie sie letztes Jahr gemacht, so ein neues Image, so boom, 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 schakalaka. Popstar. Ja, genau, diese Popstar-Ding. Oder denkt ihr, wird sie so Akustik-Show, Sit-Down, Candlelight, Christmas... Sarah Connor-Vibe. Ich glaube tatsächlich eher so... Sarah Connor-mäßig, ich glaube auch. Mit so einem süßen Weihnachtszeit. Ich hoffe, sie singt aber auch so ein paar Lieder, also die man halt einfach kennt. Ja. Aber vielleicht dann halt als Acoustic-Version oder so, damit es so ein bisschen weihnachtlich wird. So cozy. Ich habe auch gehört, es ist Sit-Down, deswegen... Ich wünsche mir so ein Cover. Du bist so ein Throwback-Girl, so. Ich lieb's. Dieser Song hat mich so auf sie gebracht und dort jedes Wort sitzt einfach. Dieser Song hat mich durch so viel gebracht und wenn sie das heute singt, bitte catch meine Reaction, weil ich werde da sein. Die werden gefilmt, ey. durch welchen Song habt ihr sie entdeckt? Erinnert ihr euch noch? Bei mir war es natürlich Lush Life. Ich habe damals wirklich ein PR-Paket von ihr bekommen. Ich war so, no fucking way. Ja, weil das ist so, ich bin auf so einer Matte im Pool und schlürfe aus so einer Ananas meinen Pina Colada. Ich schwör's dir. Das ist Last Life für mich. Ja. Und dann natürlich Ruin My Life. Oh mein Gott, ja. Bei mir war es Ruin My Life. Weil so, es war für mich so emotional. Ich war so, please ruin my life. Mhm. Und ich muss sagen, Ken Tamer ist ja fast einer ihrer Neuesten oder sowas. Der hat mich so angehört. Das war wirklich... einer meiner Songs dieses Jahr. Habt ihr so Weihnachtstraditionen oder seid ihr so Grinch? Also ich bin ja polnischer, katholischer Haushalt. Bei uns ist Tradition ganz big geschrieben. Wow. Ja. Wir haben so noch Heu unterm Tisch für Jesus Geburt, einen extra gedeckten Teller für, falls ein Homeless Man oder Girl kommt, die bei uns mitessen wollen. 12 verschiedene Mahlzeiten, die man essen muss. Tschüss. Dann natürlich so Barsch mit Dings, bei uns gibt es kein Fleisch, nur Karpfen. Also wirklich sehr traditional. Ich lerne gerade voll viel. Du hast gerade so genickt, das ist bei dir auch bei so. Mir, also ich bin italienisch-katholischer Haushalt und bei uns erst um 0 Uhr werden die Geschenke geöffnet, weil Christkind und so da geboren wird. Hi, was geht? Und dann gibt es natürlich nur Fisch zu essen und da hast du auch noch so die Krippe, die man dann am Abend noch selber baut oder zusammenstellt, so aus Ton. Und dadurch, dass ich jetzt einen Waldorf-Verlobten habe, habe ich jetzt auch noch Wurzelkinder-Statuen und Statuen ohne Gesichter und so. Es ist ein bisschen crazy geworden. Oh mein Gott, ja. Krass. Komplett so Hybrid-Christmas. Crazy, ja. Wow, am 24. ne? Ja. Ja, 24. ist unser Tag. Schon jedes crazy. Jahr das gleiche auch. Ja. Oh mein Gott, funny story. Tell us. Spill it. Letztes Jahr war mein Freund zum ersten Mal mit in Polen, um Weihnachten mit uns zu feiern. Bestimmt Kulturschock. Und ich habe, also so für mich war das so normal und ich wollte, und ich habe ihm irgendwie nichts von diesem Beten erzählt und dieser Bibel. Und wir stehen so alle plötzlich auf und dann geht es so los und dann alle sagen so die gleichen Sachen im gleichen Kult. Ton. Und er stand so da und er war so danach, Digga, ich dachte, hier geht jetzt so eine Sekte los. Ja. Er war so, was war das gerade? Und ich war so, oh, hab vergessen, dir zu erzählen, dass wir so beten. Und er war einfach, wie kann man sowas vergessen zu erzählen? Keine Ahnung, weil für mich war das so normal, jedes Jahr. Und dann... Und du, Miss Taves? Bei mir, mein Haushalt ist tatsächlich auch italienisch-katholisch. Allerdings nur zur Hälfte, deswegen ist es nicht ganz so präsent. Und wir feiern schon auch so klassisch Weihnachten mit der Fam und so, aber
Essen ist bei uns wirklich total, also es gab schon Lasagne, es gab schon Trüffelpasta, aber es gab auch schon Kartoffelsalat und Bockwurst oder Klöße oder was weiß ich, also irgendwie alles. Ja. Aber halt mit Großeltern und dann irgendwann Bescherungen und ersten Feiertag immer bei Oma, so ist bei uns. Auch voll schön, so richtig Family einfach. Ja, komplett Familienprogramm. Oh, I love it. Ja. Bei uns jedes Jahr was anderes, weil unsere, meine Familie ist leider, wir sind so patchworkig, es funktioniert einfach nicht. Die Energie funktioniert nicht, aber wir haben, ich habe zwei Weihnachten, was ganz geil ist. Ich habe einmal 24. abends, dieses Jahr sind wir in München, Leute, fragt mich nicht bei der Familie von meinem besten Freund, also ja, klar. Nee, also weiß ich nicht so. Und dann am 25. morgens zieht man ja seine Pyjamas an, die Nacht davor, also American Christmas, ist so ein bisschen, ist ganz geil, weil man zweimal Geschenke kriegt, legit. Also geil. Vielleicht teilt sie nur auf, aber es fühlt sich doppelt so viel an. Und abends stellt man so Milk and Cookies hin und morgens müssen die weggegessen und weggetrunken sein, dann war der Weihnachtsmann da und dann lässt man so Krümel da, so als Eltern. Ich kann kaum erwarten, das selber bei meinen Kindern zu machen. und dann werden morgens die Geschenke in Pyjama ausgepackt und dann guckt man halt immer so Grinch oder so A Nightmare the Night Before Christmas oder irgendwas Süßes. Wir gucken immer Der kleine Lord tatsächlich. Das ist der ultimative Lieblingsfilm meines Vaters. Okay. Und sogar er hat da schon mal ein Tränchen verdrückt. Die Weihnachtsfilme muss man dabei haben. Kevin allein zu Hause. Ja. Ja, also wir sind jetzt schon auch am Ende angelangt. Wir gehen jetzt tatsächlich ins Hotel, machen uns ready und dann zur Show. Ich freue mich sehr, sehr doll. Ich auch. Thank you guys for being here. Bye. 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 Bye.